Weil da hätte ich dann doch schon wirklich so richtig Bock mal drauf, um mal zu gucken, was das so für eine neue Welt ist oder so. Ja, und jetzt ist man ja auch so ein bisschen routinierter. Jetzt weiß man ja auch, was auf einen so zukommt, vor welchen Monstern man aufpassen muss, vor welchen nicht. Und, oh, das war ein Pottwal. Ja, dann ist natürlich auch immer die Überlegung da, inwieweit man jetzt irgendwelche Mods zusätzlich nimmt. Ich habe natürlich auch in der Zeit, wo ich hier das Let's Play mache, einige Mods von euch getestet, die ich auch auf YouTube entdeckt habe. Unter anderem eine More Biomes Mod, also mehr Biome. Habt ihr auch mal installiert, die läuft recht flüssig. Es sind ganz interessante Biome mit bei. Naja, aber weiß ich nicht, nimmt so ein bisschen so diesen Classics-Charakter weg. Deswegen möchte ich im Let's Play eigentlich wirklich darauf verzichten, mit Mods großartig zu arbeiten. Da gibt es ja wirklich die verrücktesten Sachen. So als kleiner Gag, dass man mal so, ja, Tropicraft oder von mir aus auch, ja, weiß ich nicht, hier diese Eon-Map, also hier diese Himmel oder was es da alles gibt, ja, da könnte man doch machen. Also, das sind so ein paar Sachen, klar, die kann man machen, aber worauf ich nicht verzichten werde, das sage ich auch gleich an die Minimap, weil ich bin einfach so ein Schussel, ich verlaufe mich ständig und ich finde einfach, wie auch schon so oft gesagt, ich finde, die sollte standardmäßig in Minecraft drin sein. Die ist einfach wirklich richtig toll. Die Voxel-Map, die ihr da oben seht, ich finde die einfach geil. Nur ich, Honk, hab das einfach, ja, weil ich es nicht gewusst habe, dass, ja, mit den Cheats halt, das war das Blöde, weil die Teleportierfunktion funktioniert nicht. Das ärgert mich immer noch. Also ansonsten hätte ich jetzt so schön mich hin und her teleportieren können, neue Häuser aufbauen können, aber naja, nun gut. Was soll's. So, nun beiß doch mal was an hier, Mensch. Hallo. Hey, Fische. Habt ihr den Köder gerochen, ne? Ja. Ach, je. Na nu aber. Nu komm, nu beiß doch mal ein bisschen hier. Na komm. Irgendeiner kommt da angestapft. Ein Schaf kommt. Und ich hab wieder einen. Und welcher Fisch ist es? Ein Clownfisch. Na, jetzt haben wir fast alle Fische durch. Ne? Ich hab gerade geangelt und hab einen Fisch rausgeholt. Ne, du nickst, nickst du? Ja, du nickst. Du bist ein intelligentes Schaf. Du hast KI, künstliche Intelligenz. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich war's nicht. Ich hab dich nicht reingeschubst. Du bist von selbst da reingegangen. Also, dann ist, also wenn du der Meinung bist, du musst dich da mal eine Runde baden. Ach, jetzt bist du abgesoffen? Ne. Ja, so. So, scharf die Entdeckung, ich werf die Angel aus. Achtung. Zick. So. Ja. Ja, mal gucken, was wir hier noch alles so rausfischen hier. Ja, du ist halt. Ist ja jetzt auch wieder eine neue Version von Minecraft draußen. Ich glaube, die Punkt 10, ne, müsste da draußen sein jetzt. Also 1.7.10. Hatte ich irgendwie gelesen gehabt, jetzt hier beim Starten des Programms. Aber ja, habe ich noch nicht getestet. Habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so einen Bock drauf, weil wie gesagt, die Minimap dafür auch gar nicht funktioniert und die Forge-Version, die ich ja dafür benötige. Deswegen immer noch in 1.7.2. Ja, gibt es irgendwie die meisten Mods für die meisten Texturenpakete. So. Na, was beißt da jetzt? Komm, beißt mal was an hier. Na. Huch! Ein Haken. Ja, toll. Ich will einen Kugelfisch und angel mir einen Haken. Na, ja, das ist doch auch mal wieder. Ich habe da gar keine Klamotten, kann ich gar nicht aufhängen. Oh. Eine andere Angelstelle suchen. Ach komm. Bleiben wir hier. So, jetzt angel ich schon in der Luft. Könnt ihr den Haken sehen? Ist ja cool. So, mal sehen, wann was da anbeißt hier. Auch sehr realistisch, ne? Einfach nur so einen Haken da rein, also ohne Wurm, ohne alles. Das ist schon geil. Ja, also ihr wisst doch, was ich meine. Also ich versuche jetzt krampfhaft hier aus diesem Eisgewässer mir einen Kugelfisch. Das sind diese runden gelben, was so ein bisschen aussieht wie so eine lustige Sonne, zu angeln. Weil ich glaube, diesen brauche ich, weil das der einzige Fisch ist, den man nicht essen kann. Und ich glaube, Kugelfische, die sind ja so, die haben einen dicken Bauch und da muss viel Luft drin sein. Und aus diesem Grund kann man dann auch länger unter Wasser bleiben und auch länger tauchen und so, ohne dass sich die Lungen mit Wasser füllen. In der Tränke, Braustand natürlich.
So, du beißt mal da was an hier. Ich glaube, der Haken ist zu hoch. Ich weiß es nicht. Also rumzuppeln tut's ja wie verrückt. Jetzt! Das Ding meinte ich. Genau das wollte ich haben. Kugelfisch heißt der gute Bengel. So, ja, dann reicht das auch. Das war unser Angelausflug gewesen. Der war toll. Hier liegt ein Ei rum, das nehme ich mal mit. Da hinten gibt es viele Kühe. So, kann ich hier rüber hüpfen? Boing. Nee, natürlich nicht. Oh, muss ich wieder außen rum gehen. Das sind auch alles so eine Sachen, die würde ich in einem weiteren Let's Play anders bauen. Glaube ich zumindest. Gut reden kann er ja immer, ne? Aber ob es dann wirklich auch so funktioniert, wie man es will, das ist halt immer noch eine andere Sache. So, ja. Ja, ich weiß nicht, wir haben auch, glaube ich, jetzt hier in diesem Let's Play eigentlich alles durch, was man in Minecraft machen kann. Aber Moment, also ich glaube, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar Festung. Also wir hatten, nee, warte mal, Pyramide oder Tempel hatten wir gefunden gehabt. Pilzland hatten wir nicht gefunden gehabt, aber gut, das liegt jetzt hier einfach an dieser scheiß Map. So. Seltsamer Trank, seltsamer Trank, seltsamer Trank. So, und nun mache ich das Ding mal da rein. Kugelfisch. Ja, funktioniert, perfekt. Wunderbar. So, und jetzt passiert da gleich was. Also, es fängt wieder an zu blubbern. Der Kugelfisch frisch geangelt und schon ist er in der Brauerei drin und wird jetzt weiterverarbeitet zu einem Tauchtrank. So, ah, das ist aber cool, dass das hier mit drei Flaschen funktioniert. Das wusste ich auch nicht. Ach, ist schon fertig. Trank der Unterwasseratmung. Ja, genau, das auch für 3 Minuten. So, das hätte ich mal vorher wissen müssen, dass man hier gleich drei Tränke machen kann. Ja, das ist ja toll, Mensch. So, und du packst du da einfach mal eine Runde Redstone rein. So. Das müsste theoretisch auch klappen. Ja, funktioniert. So, ja, funktioniert. Geil. So, Leute, passt auf. Und jetzt machen wir gleich den nächsten Spaß. Na, Moment, jetzt können wir auch erstmal ein paar Fische nochmal schnell braten. Ich nehme das mal hier raus. Oh, das macht ja richtig Spaß hier, Mensch. Das macht ja richtig Spaß, hier rumzubrauen. Finde ich ja cool. So, hier ist erstmal nochmal Glas übrig geblieben. Ei ist übrig geblieben. Fisch brate ich gleich mal durch. Ach nee, den brauche ich ja gar nicht braten, den Fisch. Kann man ja so essen. Ach, ist halt hier ein neues Haustier. Hallo. Na? Möchtest du mal was probieren von meinen. Oh, haut's gleich ab hier. Ganz aufgeregt. So, ey, cool. So, was macht mein Fisch? Mein Fisch ist durch. Und dann haben wir noch eine Errungenschaft erzielt. Köstlicher Fisch. Ja, danke. So, roher Lachs gibt's auch noch. Ja, Mensch, hier, das ist ja richtig Luxus heute hier. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen was futtern. So. So, haben wir erstmal so einen Clownfisch gegessen. Genau, so, jetzt werden wir das auch gleich mal testen. Jetzt wissen wir ja, wie das funktioniert. 8 Minuten. Geil. Also ich kann jetzt 8, 16, ich kann jetzt 24 Minuten mich im Wasser aufhalten. Das bietet sich doch mal an. Aber ich nehme erstmal nur ein Fläschchen mit. So. Und das testen wir jetzt natürlich auch gleich, ne? Wir sind da hier beim Testen. Testmodus. Ach, und ist ja schon wieder dunkel. Wie schön. Mann, die Tage gehen hier schnell vorbei. Ist ja furchtbar, furchtbar, furchtbar. Huhn. Zack, na, komm. Oh, Nacht ist vorbei. Sehr schön. So, du Hühnchen, aber nicht auf mein Bett kacken, ja? Gut, weil Hühner AA kriegt man immer so schlecht weg. So. So, und jetzt gehen wir mal eine Runde tauchen. Halt, komm hier nicht durch. So, wieder da hinten hinrennen. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ich könnte jetzt natürlich, ja, weil es nicht live ist halt, ne? Ansonsten hätte ich jetzt sagen können, so schreibt mal in die Kommentare, wenn es jetzt live wäre, was ich noch machen soll hier in den letzten Folgen. Dann kann man noch einige Sachen machen natürlich. Wenn ihr wollt, dass ich das hier mache in diesem Let's Play. Dann hätte man das noch ausnutzen können, dass ihr auch mal ein bisschen mit beteiligt werdet hier, weil ihr seid auch ein bisschen zu kurz gekommen hier, die Zuschauer. So, und nun testen wir das mal hier. Achtung. So, Trank der Wasseratmung. Boah, schlürft der, ey. So, und ab ins kalte Wasser. Huch, ist das kalt. Und, was passiert? Ah. Jo.
Wir sind unter Wasser. Toll. Da schwimmt was. Ja, so geht das hier. Hallo, Tintenfisch. Na? Ja, ist natürlich eine tolle Sache hier, so eine Unterwasseratmung, weil da kann man natürlich auch viele Sachen unter Wasser dann mal machen. Seht ihr hier schöne Tintenfische mit denen spielen? Kies gibt es hier unten, dann kann man sich das auch mal so von unten alles ein bisschen angucken. Oh, das geht ja immer. Was ist das? Hilfe! Oh Gott! Oh, aber ich habe ja Wasseratmung. Oh, da ist ein Creeper. Was macht denn der Creeper hier unter Wasser? Ach du Scheiße! Seit wann können die denn tauchen? Das geht ja hier noch tief. Was ist denn das? Leute, das ist ja ein Höhlensystem. Der ist ganz verwirrt. Der Ach, da, das ist ja. Ach, das ist ja auch interessant. Hi Creeper, willst du explodieren? Juhu. Ab weg hier. Jetzt zischt er. Ne, explodiert auch mal eine Runde. Ach komm, warum explodierst du denn nicht? Jetzt aber. Wie, wo ist er denn? Hallo? Huch, da geht's ja noch weiter. Och, ich werde das mal aufmachen hier. What the fuck, was ist das denn? Oh! Toll. Das regnet Zombies und Creeper. Die kommen von da oben irgendwie. Die fallen da alle runter, Mensch, die bescheuert. Ja, Leute. Hier geht's ab. Hier liegt auch Schnee in der Grotte, also ganz merkwürdig. Okay, also wir haben auf jeden Fall was Neues entdeckt in diesem Let's Play, nämlich da oben ist der Eingang, wie man so schön erkennen kann. Ich versuche hier mal nach oben zu kommen wieder. Was anscheinend sogar funktioniert. Also das ist im Prinzip eine unterirdische Grotte, die wahrscheinlich in so ein Höhlensystem dann da auch reingeht. Ja, wir nähern uns langsam der Oberfläche. Das dauert hier aber sehr langsam. Meine Fresse, nee. Aber es geht. Also man sollte vielleicht dann auch ein paar Sachen mehr mitnehmen. Also mehr so eine. Guck mal, hier ist ein ganzes System hier unter Wasser. Das ist ja toll. Wie viel habe ich schon noch? Auf 5 Minuten hätte ich ja noch länger unten bleiben können. Ja, aber ihr seht, es funktioniert. Das ist eine tolle Sache hier. Wirklich. Finde ich richtig geil. Also ich empfehle euch, wenn ihr Let's Plays macht oder auch generell Minecraft spielt, baut euch so eine Tränke hier, so einen Brausstand. Der ist wirklich dufte. Kann man tolle Sachen machen mit hier. So wie hier unter Wasser spazieren gehen. Ja, Tintenfische so erschrecken. So nach dem Motto, Buh! Nein, machen wir nicht. Wir sind da ganz brav zu den Tintenfischen. Unter Wasser gibt es Kohle, also ist eine ganze Menge los hier. Ein paar Fische hätten sie ja noch machen können. Der Spaziergang auf dem Meeresgrund. Mensch, da kann ich mich gar nicht entscheiden, wie ich das Video jetzt hier nenne. Nach dem Motto, Game-Gespenst schwimmt in der Lava oder ja, geht spazieren auf dem Meeresgrund. So, lass mich mal durch, danke. Wo geht denn das hier noch überall hin hier? Das ist ja interessant hier. Im Eismeer geht er spazieren auf dem Grund. Überall Löcher hier drin, hier, Mensch, das ist ja auch. Ne, wirklich toll. Also ich bin beeindruckt. Wo bin ich denn hier überhaupt? Oh, ich habe mich ein bisschen weit entfernt hier. So, na gut, dann gehen wir eben wieder zurück. Da werde ich aber mal oberhalb gehen, schwimmen. Da seht ihr erstmal ein bisschen mehr und es geht auch meines Erachtens ein bisschen schneller. Ja, haben wir eine lustige Schlucht gefunden. Auch toll. So, was kann man denn noch für lustige Tränken bauen? Irgendwie war da auch noch was mit Trank der Unsichtbarkeit oder irgendwie sowas. Was soll es auch noch geben? Weiß nicht, ob es einen Trank zum Fliegen auch noch gibt. Keine Ahnung. Beim Fliegen muss ich bestimmt eine Fledermaus oder einen Huhn da mit reinpacken, weil es hat ja Flügel und damit kann man dann fliegen. Keine Ahnung. Leute, ich weiß es nicht. Müsste ich mir nochmal angucken. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also auch Tränken, die man dann werfen kann und so. Aber ich möchte jetzt nicht alle testen, aber ich gehe ganz stark davon aus, oder ja, ich gehe sogar davon aus, dass in der Minecraft-Wiki alles beschrieben ist, ganz genau. Also da kann ich mir jetzt erstmal nicht merken. Mir ging es erstmal nur darum, das zu testen. Ich glaube, die wichtigsten Sachen, die sind im Prinzip auch hier Feuergeschichte und unter Wasser.
Und ja, unsichtbar, ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll. Was ist denn das hier für ein Schild hier noch? Karte. Ach so, Karte erkunden. Hatten wir das nicht schon gemacht? Weiß das gar nicht. Hallo? Na? Ja. So. Gut, also, das funktioniert. Wie gesagt, kann ich absolut empfehlen. Tolle Sache. So, die Flasche ist wieder leer, die packe ich dann mal weg. Cool, die kann man sogar stapeln. So, Leute, was kann man noch machen? Also, das funktioniert. Thema ist abgehakt. Ofen, alles funktioniert hier. Werkbank funktioniert. Felder funktionieren. Also, ich würde sagen, wir sind fast schon fertig mit dem Let's Play. Was man noch machen könnte, da gibt es noch irgendwas, das nennt sich Zaubertisch. Oder irgendwas war da mit einem Zaubertisch. Jetzt muss ich mal überlegen, was Zaubertisch ist, wie man das macht. Das war irgendwie mit Obsidian, war das irgendwie. Dann war das auch irgendwie mit einem Diamanten. Haben wir Diamanten? Ja, haben wir. Nein, ich niemals. Oh, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Scheiße. Weiß ich nicht. Was braucht man da noch? Braucht man da Redstone für? Nehmen wir mal Redstone. Bücher? Braucht man da Bücher? Aber glaube ich, Bücher braucht man noch. Ne? Für einen Zaubertisch braucht man ein Buch. Kann das sein? Wo kriege ich denn jetzt hier ein Buch her? Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wie man ein Buch macht. Buch, glaube ich. Warte mal, ein Buch müsste aus Papier erstmal sein. Papier müssten wir haben, weil wir haben noch hier diese komische Gedöns da gehabt, aus dem man auch Zucker machen kann. Muss ich direkt mal gucken. Weil irgendwas gibt es da eine Aktion Zaubertisch oder so heißt das. So, warte mal, gucken wir mal. Werkzeuge. Papier, na, hier ist das schon Papier. So, was braucht man noch? Dann braucht man noch einen Umschlag. Lass mich mal raten, das ist bestimmt aus Leder. So, gut. Schmeiß weg. Was war das denn eben hier? Na, egal. So, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Müssen wir uns mal ein bisschen was basteln. Keine Ahnung, wie genau. Ich versuche es einfach mal so, wie sich's erklären würde von selbst. Also, wir haben Leder. Also würde ich doch jetzt einfach mal sagen, das soll ja so umhüllt sein. Schätze ich mal. Passiert schon mal nichts. Gut, dann nehme ich die mal weg. Da passiert auch nichts. Da passiert auch nichts. Dann vielleicht genau umgekehrt, dass man hier in der Mitte das Leder reinpackt und... Ach! Aha! Buch! So, dann haben wir ein Buch. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Das war hier mit dem Papier. So, wie viele Bücher mache ich denn da mal? Ich mache mal drei. Ach, geht ja gar nicht. Ich habe ja gar kein Papier mehr. Ist auch nicht schlecht. So. Gut, dann habe ich jetzt. Vielleicht reicht das auch aus, keine Ahnung. So, dann gucken wir mal. Ja, Zaubertisch. Weiß ich nicht. Also ich glaube, da braucht man so ein Buch, wa? Da braucht man, glaube ich, Redstone, kann das sein? Ne, unten muss, glaube ich, Obsidian, da haben wir sogar einen. Und oben Redstone, wa? Ne, oder ein Diamant. Ne. Und jetzt kommt hier noch Redstone hin, ne? Oh Gott, das sieht doch schön aus. Eigentlich erklärt sich das ja alles von selbst. Nee, da passiert nichts. Oder muss das Redstone vielleicht in die Mitte und das Buch rechts? Und dann das so? Nee, auch nicht. Oder brauche ich da vielleicht mehr Diamanten? Kann das sein? Also jetzt wieder austauschen. Ach, das auch nicht. Gut, Leute, dann unterbreche ich jetzt einfach mal und dann gucke ich mal eben mal nach, was ich dafür brauche. Ja, tut mir leid, das geht nicht anders, weil ich habe das nicht alles im Kopf. Ich kann ja nicht alles wissen, Leute. Ich kann ja nicht alles wissen. So, aber ich werde jetzt mal eben mal nachschauen, was da los ist mit Zaubertisch. Und dann gucke ich mal, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute.